Gentlemen, willkommen zurück zu Fable! Wir haben im letzten Part versucht, seid gegrüßt, Moment. Mein Freund. Hallo! Am Ende habe ich versucht, eine schwarze Rose zu kriegen. Das wird jetzt mein nächster Versuch sein. Da und, ist er. Ah, guck mal an, hier ist ein Namensetzer, der hat auch Rosen. Ihr hat doch schwarze Rosen. Lady Grey Kostümspielkopfbedeckung, was dann für eine Kacke? Glänzendes Obergewand. Hört, hört. Messer Jack Kapuzenobergewand. Ey, warum hast du das in der Tasche, Kollege? Hört, hört. Maces, okay. Der hat auf jeden Fall jede Menge Stuff, aber wir wollen ja weder Solos. Wer ist Solo? Oh, der sieht aber hübsch aus. Ist aber schwer. Ist aber hübsch. Guck die Sahne, das ist rot. Der große Bu. Oh. Fresh. Das sieht cool aus. Das sieht echt cool aus. Aber unseres ist besser. So, was haben wir hier? Einkling. Ah, von Zwillingskling wahrscheinlich. Hm, okay. Boah, Drachenstampfer. Also viel Money haben wir leider nicht. Macht aber auch gar nichts. Der hat auch keine schwarze Hose. Doch, der hat eine schwarze Hose. Ah. Tada! So, wir haben die schwarze Rose gefunden. Dunklen Mächte sind da. Ohne Kiste. Hat niemand gesehen. Nö, ich habe alles. Moment! Moment! Ich weiß, was wir wollen. Bevor wir die schwarze Rose abgeben gehen, zu Lady Grey. Oder wollen wir jetzt... Ach komm, wir sind gerade hier. Dann können wir die schwarze Rose auch bei ihr abgeben. Dann gehen wir mal zum Hause Lady Grays. Ja. Und, gehen mal in den Keller oder versuchen in den Keller zu kommen. Ja. Oh, das ist wunderschön. Ich wusste, ihr seid ein Romantiker. Nicht wie andere Helden. Eine Frau in meiner Position kann natürlich keinen Hungerleider heiraten. Zumindest kann man erwarten, dass ein Mann ein eigenes Haus besitzt. Hab ich doch. Es freut mich sehr, dass ihr ein Haus besitzt. Es wäre kein schöner Gedanke, dass ihr nur wegen des Geldes heiraten wolltet. Würdet ihr eine Heldentat für mich vollbringen? Vor einiger Zeit kam mir ein Halsband abhanden. Es ist mir sehr lieb und teuer. Könntet ihr euch in der Stadt umhören? Es muss doch jemand etwas darüber wissen. Habt ihr schon etwas von meinem Halsband gehört? Ne. Wow! Jack, mach mal keinen Scheiß. Hui, hui, hui. Das war close. Erstmal Lady Grey punchen. Hey da. Hallo. Man munkelt, dass die Lady auf Freiersfüßen wandelt. Ich möchte nicht in der Haut des armen Teufels stecken. Ehrlich, irgendwas stimmt nicht mit der. Und spurlos. Zuletzt sah man sie beim Haus der Familie Grey. Niemand weiß, was passiert ist. Hey! Okay, das ist nicht vielversprechend. Hallo? Ihr habt also schon von ihrer Schwester gehört, hä? Niemand weiß sehr viel über unsere Bürgermeisterin. Wusstet ihr, dass sie stets das Halsband ihrer Schwester trägt? Na gut! Wo kann ich das finden? Ist es vielleicht im Hause Lady Grace versteckt? Ihr seid der Lady wirklich verfallen, was? Not really. Also, wenn sie Informationen sucht, solltet ihr mit den Männern in der Stadt reden. Es gibt ja solche Klatschbasen in Nord Bowerstone. Man sollte meinen, die hätten was Besseres zu tun. Scheint ein ganz netter Held zu sein. Ich bin immer nett. So, ey. Jeder geht vielleicht hoch. So. Ah, das Halsband gehört der verblichenen Schwester der Lady. Sie trägt es nicht mehr. Es soll gestohlen worden sein. Von wem? Ich kann nicht glauben, dass ihr es seid. Wer hat ihr das Halsband geklaut? Es ist alles eine große Verschwörung. Habt ihr schon mit dem Geist gesprochen? Ja, sehr gut.
Es soll gestohlen worden sein. Von wem? Question Mark. Question Mark. Gestohlen, ja, habe ich gehört. Aber wusstet ihr, dass es in Oakvale gesehen wurde? Ist bestimmt noch irgendwo. Wow. Mit seinen neuesten Lügen ist er zu weit gegangen. Ja. Okay, in Oakvale. Soll es angeblich sein. Ich persönlich glaube das ehrlich gesagt auch, aber ich würde trotzdem vorher ganz gerne... Ja, gehen wir mal zu den Borough Fields, zu den Grabhügelfeldern. Und dann zu Lady Grey's House, oder ist das... Oder zu nur Grey House, zu dem House of Grey's, ja, sagen wir es mal so. Ich hab das war doch der, mit dem hab ich doch gesprochen. Der, erzählt doch mit der Schwester. Sie sagten, es würde jeden Tag manchmal drifte meine Arme. Okay, der erzählt wohl nicht mehr viel. Wir gehen jetzt trotzdem mal zum House Grace und schauen uns an, was da vorgeht. Denn ich bin sehr gespannt. Ich erinnere mich dunkel. Ganz dunkel. Ja, ungefähr so dunkel. Was da war. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, waren auf jeden Fall schon mal böse. Moin! Ich möchte ja in die Kellertür, aber die ist bestimmt noch verschlossen, oder? Was sollte ich tun? Ich sollte dreimal mit der Lampe blinken, ne? Mit welcher Lampe denn? Lampe, Lampe, Lampe. Ich suche eine Lampe. Wo kriege ich die nur her? Wo finde ich eine Lampe? Ich nicht eine Lampe? Ja! Ha! Verdammt. Ja, Moment. Ich habe jetzt keinen Bock, das zigtausendmal machen zu müssen, wa? Kann ich die irgendwie zu... Ja, guck mal. Ja. So... Okay, ich habe das Gefühl, das wird hier erst... Hey! Ja. Das wird hier erst losgehen, wenn ich die Monster weggemacht habe. Vorher wird das hier nicht anfangen. So mein Gefühl jetzt gerade. Aber das Schwert ist gut, das behalte ich erstmal. Moin. Junggesellen. So, wo soll ich mich denn hinstellen? Ich soll dreimal mit der Lampe blinken.
heißt im Blinken. Eins. Zwei. Drei. Hallo. Ach, bei den Stellen. Moment! Stelle sind doch da unten. Da muss ich jetzt erstmal hingehen. Ja. Oh. Eins. Zwei. Drei. Oh. Labe mich nicht dicht. Jetzt geht's los! Verdammt, wie komme ich denn da jetzt rein? Das ist verschlossen. Verdammt. Wenn es jetzt der Kingdom Hearts wäre, dann würde ich meinen Keyshort benutzen, aber hey, das ist ja nicht. Ja, warte mal. Oh, es ist offen! Alles klar. Ach du Scheiße. Rodri, seid ihr das? Nein, nicht ganz. Ich wartete schon so lange und ich... Oh, ihr seid's nicht, Rodri. Ich betete, er möge mich retten, aber er ist nicht gekommen. Als die Luft zu Ende ging, stellte ich mir vor, in seinen Armen zu sterben. Ich werde ihn nie wiedersehen. Und meine Schwester hat alles genommen. Die Leute müssen die Wahrheit erfahren. Nehmt diesen Brief. Zeigt der Welt, was wirklich geschah. Oh, eine Kiste. Oh, Meisterelixier. Kann ich da angeln? Ja, werde ich wahrscheinlich können, wa? Meisterelixier. Da. Bam. Vollgeritztes Pergament. So, jetzt kennt ihr die Wahrheit. Amanda war eine romantische Närrin. Sie hatte nicht das Zeug dazu, Bowerstone zu führen. Sie hätte den Ort in einen egalitären Slum verwandelt. Aber belastet euch nicht mit so großen Worten. Wir können immer noch zusammen sein. Ich bin immer noch die Eure. Wärt ihr nicht gern Bürgermeister? Denkt an die Macht. Ihr könnt sie haben. Gebt mir einfach den Brief. Wollt ihr den Mord vertuschen und Lady Grey heiraten? Nein! Was? Niemand weist Lady Grey ab. Ja, das ist aber ein bisschen anders. Niemand! Ihr seid wie die restlichen Idioten, die meine Stadt mit ihrem erbärmlichen Leben infizieren. Nun gut, erzählt es allen. Genießt den kurzen Ruhm. Aber ich komme zurück. Und dann wasche ich den ganzen Dreck mit eurem Blut weg. Denkt daran, oh Held. Du kannst es ja gern mal versuchen. Die ausgedörrte Leiche eines jungen Mädchens. Was eine Schande. Sowas würde ich nicht mal... Weiß ich nicht. Sowas würde nicht, würd nicht mal ich mit meinem Bruder machen, ja? Nee, sowas gehört sich nicht. Wieder Untote? Können wir uns schnell da einfach hin? Ja, können wir, alles klar.
Erstmal gehen wir zu diesem Rodri, ja, und sagen ihm, dass seine liebe Dame leider, ja, was, wie soll ich sagen, naja, nicht mehr unter uns weilt. Und dann verschwinden wir mal kurz auf Bowerstone. Oder wir gehen gleich mal da rechts, links rein. Und wenn ihr jetzt oben rechts auf der Karte schaut, vielleicht da blinkt er nämlich auch was auf. Mich ins Meer stürzen. Oh, Amanda. Ja, ist klar. Was geht bei dir nochmal? Und noch ein ich sei cool. Ja, komm, halt's Maul. Du willst einen richtigen Pair haben, kann ich nachvollziehen. Kriegst bei mir aber nicht. Tut mir leid, ist ausverkauft. Haben wir nicht. Wird es nie geben. So. Das